Geld haben. Bin dann also weiter im Club tätig gewesen, Kasse gemacht und wenn mal ein Kellner fehlte, an der Bedientheke. Und mein Lieblingsjob war natürlich Bühnendienst. Wenn die normalen Leute, sage ich mal, unten gestanden haben, sich die Bands anguckt haben, konnte ich auf 1,50 Meter höher stehen, konnte mir alles anschauen, hatte auch Zugang zu der sogenannten Bühnengarderobe, Künstlergarderobe, habe da natürlich unheimlich viele Menschen kennengelernt, gesehen. Hin und wieder hatten wir auch die Gelegenheit, bei größeren Bands die Vorband zu spielen. Und das Tollste, was uns hätte passieren können, das erzähle ich immer gern mal, wir hätten fast im Vorprogramm von Jimi Hendrix gespielt. Sei froh, dass es nicht war. Aber leider hatten wir einen Auftrag zu erfüllen in einem dorfähnlichen Saal in Giesecke. Es war insofern schon eine sehr prägende Zeit, sonst würden wir hier heute alle nicht sitzen. Ne? Und ja, da haben wir, das war ja die Welt letztendlich, ne? Denn es kam ja alles aus Bielefeld, aus dem ganzen Umland nach Herford. Ne? Die anderen großen Städte spielten insofern überhaupt keine Rolle. Ne? Und ich habe da natürlich auch meine erste Frau kennengelernt und mein Sohn ist da an dich geboren worden, aber irgendwo, naja, ne? Irgendwo kommt er daher. Und es war schon eine schöne Zeit. Ja, es war eine aufregende Zeit. Es war eine wichtige Zeit. Ich komme aus einem sehr konservativen Elternhaus. Und das war für mich eine neue Welt. Und ich bin fest davon überzeugt, und da stehe ich immer zu, wenn diese Skala der Jaguar Club nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen. Ich bin also 2-3 Tage jünger als Paul McCartney. Und Paul McCartney weiß jeder, der ist irgendwann in 42 geboren worden. Da weiß also jeder, was er für ein alter Bock ich bin. Ich mache mittlerweile seit 52 Jahren Non-Stop Musik. Und die Jaguar Club, das waren prägende Erlebnisse. Ich hatte damals eine Band, das waren die X-Rays. Wir haben viel im Startclub gespielt, Eisenhüt und überall haben wir gespielt, die ganzen Jahre durch. Und dann hatte ich eine neue Band gegründet, weil Krach mit dem X-Rays war es, das waren die Shotguns. Die Shotguns, die gab es gerade 14 Tage. Und dann kriegte ich ein Arrangement im Jaguar Club. Ich bin wieder hingefahren, ich habe mir bald vor Angst in die Hose gepinkelt, weil die Band, die lief überhaupt nicht gut. Da hat mich Mutti Frauli, hieß damals, weil du Musikern grundsätzlich Mutti Frauli, der mich in den Arm genommen hat, mich gedrückt hat und gesagt, Junge, das machst du schon. Ey. Da war ich der Frau so dankbar, der Mutti Frauli, dann haben wir da gespielt. Sind auch gut angekommen, wir sind über uns selbst hinausgewachsen und da bin ich der Mutti Frauli ewig noch dankbar für. Aber es war eine schöne Zeit und bin auch als Gast dann immer da gewesen, habe mir dann noch die Cream angehört und unsere Musik war mit dabei, John Mayall und Alexis Corner, diese Truppen. Und ja, war sehr schön. Schade, dass es nicht mehr gibt. 1967 durfte ich zum ersten Mal in den Jaguar Club. Eintritt 6,80 Mark für Dave D, Dozy, Bicky, Mick and Titch. Und mein damaliger Freund sagte, guck mal da, die Hu, die haben hier gespielt für 9 Mark. Und das sind meine wunderschönen Erinnerungen an die Skala. Und ich bin traurig, dass es da sowas nicht mehr gibt. Ich bin über Harald Frauli an den Job gekommen, zu Kellnern im Saal. Also Getränke austeilen. Jeder, der sich hingesetzt hat, musste auch verzehren. Da hat Horst Buchholz schon immer sehr darauf geachtet, dass das Geld reinkam. Die Zeit im Jaguar Club, dadurch, dass ich ja immer umsonst reinkam, war schön. Ich konnte zu jeder Gruppe hin. Als ich dann 16 war, hatte ich mit meiner damaligen Band
den ersten Auftritt im Jaguar Club. Und das war so ein tolles Gefühl, auf dieser Bühne zu stehen. Und man wusste, da hat Jimi Hendrix gestanden, da haben die Who gestanden, da hat die Cream haben da gespielt. Und du stehst als 16-Jähriger auf dieser Bühne. Ich habe hier auch mal so ein Foto. Das war also so ein erhebendes Gefühl. 1000 Leute im Saal und du stehst da oben auf der Bühne, warst nervös, hattest Angst, hoffentlich verspielst du dich nicht, hält der Verstärker durch und. War also ganz, ganz fantastisch. Und diese Zeit, die prägt einen. Wenn die Tür aufgemacht wurde, die Türen zum großen Saal, da kam ein Duft entgegen, eine Atmosphäre, ein Geruch, das hat mich jedes Mal begeistert. Ich habe jedes Mal Gänsemantel gehabt. Das war einfach große, weite Welt. Ich war dann natürlich 16, als ich das erste Mal in den Jaguar Club ging. Ich wäre gerne früher in Schützenhof gegangen, aber dafür war ich doch noch ein bisschen zu jung. Und das ist das, wo ich mich heute noch dran erinnere. Diese Musik, die da gespielt wurde, ist, die höre ich heute noch gerne. Zur damaligen Zeit wurde ja nichts im Radio gespielt. Jedenfalls nicht unsere Musik. Und haben auch teilweise die Sänger von der Bühne geholt und ihnen die Hemden zerrissen. Und dann konnte der wieder auf die Bühne gehen. Wie Gerd vorhin schon sagte, wenn man diese Tür aufmachte vorne zum Saal. Andere Welt. Andere Welt und anderer Geruch. Der Geruch, der dir entgegengeschlagen ist, das war schon... Das war Mutti Fraulis Aura, war das. Ja, das war einfach so. Privater, sämtliche Clubs hier im ganzen Kreis. Ja, und das war sehr wahnsinnig privat, weil Mutti Fraulis, das war der gute Geist hier im ganzen Laden. Und das war wie eine Familie. Eine Familie war das.